Guten Morgen. Leibe himmlische Vater, im Namen Jesu Christi, komm ich nicht hin. Ich danke dir für deine Leibe, ich danke dir für deine Güte, du bist ein wunderbarer Gott. Herr, ich bete, dass du an diesem Tag uns redest. Lass dein Wort in uns lebendig werden, Herr. Ein Tag auf uns Leben, ja, schenkt uns Erkenntnis, schenkt uns mein Leib zu dir, schenkt uns Leib zu deinem Wort. Herr, und erfüll deine Verheißungen in unserem Leben. Im Namen Jesu. Amen. Herr, ich flehe dich an. Antworte mir. Entschlossen will ich mich an deine Ordnungen halten. Ich bitte dich, hilf mir, ich möchte doch deine Gebote befolgen. Schon vor Tagesanbruch schreie ich zu dir um Hilfe. Ich setze alle meine Hoffnung auf dein Wort. Auch die ganze Nacht denke ich darüber nach. Also der Psalmist beschreibt sein Kampf, sein jästlichen Kampf. Er sieht die Antwort in Gottes Wort. Er ist entschlossen, Gott zu gehorchen. Und er sagt seine Hoffnung auf Gott und betet Gott. Er sagt, ich will eher die Sonne ab jetzt. Schrie ich nach Gott um Help. In seine Hoffnung, wie ab Gottes Wort, ab Gottes Verheißungen. In der Nacht denkt er noch einmal darüber nach. Ich glaube, das ist gerade dort, wo die Bibel in meinem Herzen Gottes nennt. Wo ein Mensch einfach auf Gott zentriert ist, auf Gottes Wort, entschlossen ist Gott hier herrschen, entschlossen ist seine Hoffnung ab Gottes Wort zu sagen, ab dort, wo Gott versprochen hat. Und einfach durch abwacht und einfach seine Hilfe in Gott sieht. Und Gott wird sehen, dass dort niemals scheitern lassen. Der Wort bei Gott und wird finden. Höre mich doch, Herr, ich vertraue ganz auf deine Gnade. Also nicht auf mein Geschätz einer Vertraue, sondern auf Gottes Not. Wenn's Gottes in Genedia, Gott sagt die Bibel. Schenke mir neuen Mut durch deine gerechten Gebote. Also, ab deine Not vertraut. Darum komme ich nicht, Gott. Ich habe mir nie in Mut. Ich vertraue ab dein Wort. Und sage ich, der böse Menschen machen sich an mich heran, um mir zu schaden. Wie weit haben sie sich von deinem Gesetz entfernt? Aber du, Herr, du bist mir nahe. Auf alle deine Worte kann ich mich verlassen. Also, in der Antwort ruhet, er sagt, ab Gottes Wort es verlot. Ab Gott vertraue ich. Gott ist dich bei mir. Ich habe ab Gott mein Vertrauen gesagt. Und Gottes Wort gilt für alle Tide, sagt er. Mach das bei uns auch zusammen, dass wirklich uns vertrauen ab Gottes, dass uns vertrauen ab Gottes Wortes, dass uns schreien an Gottes und uns wachten an Gottes und dass Gottes auch uns gnädig ist und uns gebeten hat. Herr, dein Wort ist so wunderbar und dass du da einer der Bänder liest, dass du da erzählt einer, weil wunderbar du bist und dort dein Wort die Wahrheit ist und dort wie wörtlich in dir alles finden, was wir brauchen. Herr, ich bete, wie seine man wie die Psalme lesen, du hast im Psalmist immer die Antwort. Herr, ich bete auch, dass du uns antworten lässt. Du weißt, wie viele Menschen der schwere Tide gehen. Herr, halb uns, dass uns ganz vertrauen auf dich und auf dein Wort ist, auf deine Verheißungen, Herr. Und dass wir auch so sehen, von ganzem Herzen sehen, die Leibe, Herr. Du bist uns helfen und du kannst immer helfen. Ich danke dir dafür im Namen Jesu Christi. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.